Ich lag 7 Monate im Krankenhaus, davon eine Woche im Koma. Niemand durfte mich besuchen. Blutkrebs im vorletzten Stadium. Das erzählte mir eine 31-Jährige in diesen Tagen. Ich hatte schreckliche Angst, sagt sie weiter, denn ich habe dem Tod in die Augen geschaut. Etwas Schlimmeres kann ich nicht mehr erleben. Doch plötzlich habe ich gespürt, erzählt sie, der Tod kann mir gar nichts tun, wenn ich mit Gott bin. Denn Gott wird mir im Tod helfen. Dieses Vertrauen hat ihr den Schrecken vor dem Tod genommen. Was diese Frau mir erzählt hat, hat mich tief berührt. Denn sie bestätigt auch das, was meine Hoffnung ist. Ich glaube, wenn mich der Tod einmal vernichten will, dann brauche ich keine Angst haben. Denn ich glaube, Gott wird mir helfen. Er wird mich nicht im Stich lassen. Der Sohn Gottes wird mich bei der Hand nehmen und er wird mich aufrichten zum ewigen Leben.